muss sagen, das Treffen mit dem Ensemble Resonanz vor ein bisschen mehr als einem Jahr war wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe da ein Ensemble getroffen, was dieselben Leidenschaften hat wie ich für die neue Musik, für die klassische Musik auf eine sehr eigenartige, lebendige Weise. Die Zusammenarbeit zwischen Jean-Guyen Carras und dem Ensemble Resonanz ist für uns ein Glücksfall und auch eine große Chance. Für uns ist es auch eben ganz großartig, dass wir nicht nur mit einem großartigen Solisten zusammenarbeiten, der auch diese Werke mit dem Ensemble einstudiert, sondern dass auch die großen und wichtigen Werke der Kammerorchesterliteratur, die bei uns schon lange Repertoire sind, von ihm im Orchester spielen, vom ersten Cello aus geleitet werden. Und das Ensemble Resonanz erhält auch auf diese Art und Weise wichtige neue Impulse. Also es gibt natürlich Orchester, die auch in diese Idee haben von der lebendigen Musik. Ja, aber beim Ensemble Resonanz, was faszinierend ist, ist, dass jeder Musiker engagiert ist. Einmal haben wir eine Haydn-Symphonie geprobt und ich war total leidenschaftlich dabei und die Musiker auch und so. Und wir haben gearbeitet und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich die Pause vergessen hatte. Und da hatten wir über 2 Stunden absolut ohne Pause gearbeitet. Und ich habe das gemeldet. Kein einziger Musiker hat es mir merken lassen. Und ich habe dann gefragt, ja, sollen wir eine Pause machen? Und ich weiß noch, wie Judith da, der Konzertmeister, gespielt hat, mich angeguckt hat und gesagt hat, entscheide du. Extrem inspirierend und man kann alleine, wenn man ihn versuchen würde nachzuahmen, würde man wahnsinnig viel lernen. Also das ist großartig und er hat wahnsinnig viele Ideen und es hat irgendwie alles Hand und Fuß. Toll. Das Timing für mich, ich finde es schön von dem Zeitgefühl her, wenn ihr sozusagen... Das Gefühl ist eigentlich schwer zu beschreiben. Es gleicht einfach so eine Art, dass man gemeinsam einen Schritt macht in eine, ja, auch andere Welt. Er ist so toll, der kann einfach alles umsetzen, was er sich vorstellt. Und er hat eine Menge Ideen, die er umsetzen will. Und er kann es rein technisch wahnsinnig gut umsetzen. Man hat immer das Gefühl, er ist für alle Ideen offen und sieht in allem was Positives und hat einfach eine tolle, positive Ausstrahlung. Mit Jean-Guyen, das ist ganz lustig. Ja. Wir haben riesen Spaß und er bringt ganz, ganz große, gute Laune immer. Musikalisch natürlich, es ist alles so, läuft wunderbar. Also meine Arbeit mit dem Ensemble Resonanz ist auch eine neue Verantwortung. Direkt nach dem ersten Konzert, was Jean-Guyen Carras im Januar 2009 mit dem Ensemble Resonanz gespielt hat, habe ich ihn im Zug auf diese Idee einer kontinuierlichen Zusammenarbeit auf eine Einladung als Artist in Residence zum Ensemble Resonanz angesprochen
Und es dauerte wenige Minuten, bis wir uns über Grundzüge dieser Zusammenarbeit zwischen 2010 und 2012 einig waren. Auch daran merkt man, wie gut das von Anfang an gepasst hat. Nicht zuletzt ist das, was diese Zusammenarbeit vor allem in ihrem Beginn befeuert hat und auch weiter befeuern wird, dass es, glaube ich, beiden Seiten einfach einen riesigen Spaß macht und dass eine gemeinsam geteilte Leidenschaft da ist. Das Moderne und Aktuelle in dem alten Repertoire finden und dem neuen Repertoire, wenn es geht, eine klassische Selbstverständlichkeit geben. Das ist, glaube ich, mein Ziel und ich glaube, das ist ziemlich eindeutig das Ziel vom Ensemble.